wenn jetzt irgendwelche Aliens auf der Erde landen, die haben wahrscheinlich bei sich keinen Johann Sebastian Bach sitzen auf ihrem Planeten. Ja, das ist wirklich etwas, was uns einzigartig, was uns wirklich einzigartig macht, auch als Menschen, ja, als menschliche sozusagen Spezies, ja. Herzlich willkommen auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Jetzt sind es schon 6 Wochen, dass Theater, Opern und Konzerthäuser geschlossen sind. Von der Politik gab es vollmundige Versprechungen, die höflich gesagt sich als mangelhaft bis unzureichend erweisen. Wenig Verständnis und wenig Wertschätzung spürt man, wenn über die Künstler und ihre Kunst gesprochen wird. Es stellt sich eine schmerzliche Frage, die gut zusammengefasst ist in einem Kommentar, den ich im Internet gefunden habe. Da schreibt jemand: Kunst ist wie Schlagrahm auf dem Kuchen. Er schmeckt und schaut schön aus, aber man braucht ihn nicht wirklich. Ja, die existenzielle Frage stellt sich hiermit. Wir in unserer kleinen Klassikblase, Hochkulturblase, glauben wir sind wichtig? Sind wir das wirklich? Sind wir systemrelevant? Diese Frage und andere möchte ich heute mit einer wunderbaren Kollegin und großartigen Künstlerpersönlichkeit besprechen. Ganz herzlich willkommen, liebe Anna Prohaska. Erzähl uns doch mal, wo bist du gerade und wie geht's dir? Oh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich wahnsinnig, hier dabei zu sein, weil ich eine große Bewunderin von dir bin und deines Opera-Vlogs und bin ja wahnsinnig natürlich auch eingesperrt. Auf der einen Seite fühlt man sich ja doch als Sänger, der gewöhnt ist, mit Publikum zu kommunizieren, vor einem Publikum aufzutreten und auch diesen Adrenalin-Rush auch zu spüren, ein bisschen natürlich kastriert in dieser Situation. Ja, man ist irgendwie eingesperrt, man darf nicht, man kann nicht das tun, wofür man ausgebildet ist, aber wofür man letztendlich auch emotional brennt. Auf der anderen Seite haben wir ja auch so ein Eremitendasein. Das ist ja auch ein bisschen so unsere Schizophrenie in unserem Beruf, dass wir ja auch sehr viel Zeit normalerweise alleine zu Hause verbringen und üben und neue Partien, neue Lieder, neue Stücke einstudieren. Und deswegen, dieser Teil ist natürlich jetzt sehr stark vertreten. Also man kann Programme zusammenstellen, man kann neues Repertoire suchen, man kann vor allem auch Musik hören. Also man hat irrsinnig viel Zeit auch, neue Musik für sich zu entdecken. Und man muss sozusagen das Positive, so die Rosinen aus der Situation etwas herauspicken und versuchen, sich das auch irgendwie schön zu machen, ja, so diese Lage. Deswegen, ja, ich versuche schon natürlich nach vorne zu schauen. Auf der anderen Seite ist natürlich das große Damoklesschwert, was über uns hängt, ist die Unsicherheit. Also dieses nicht einschätzen können, wie lange diese Situation dauert, wie das finanziell aussieht, wie das aber eben auch so von der künstlerischen Perspektive aussieht. Wie viel Zeit werden wir sozusagen auf dem Trockenen sitzen? Und da bin ich natürlich auch ein bisschen so in einem, ja, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Also in einem Moment denke ich mir, ah, super, jetzt habe ich eine super tolle neue Programmidee und forsche vor mich hin. Und 2 Stunden später bin ich in der tiefen Depression und denke mir, oh Gott, wann wird diese Situation endlich mal aufhören? Also es ist irgendwie wirklich so eine schizophrene Situation. Und wie ist das, wenn du mit Leuten sprichst, entweder mit Kollegen, aber auch mit fachfremden Personen sozusagen? Gibt es da unterschiedliche Zugangsweisen oder gibt es Verständnis? Ja, absolut. Also es gibt auch wirklich ziemlich viel, was mich erstaunt, auch so dieses Verurteilen auch so in den Social Media Foren, so von Facebook bis Instagram und Co., dass ja Menschen so übereinander urteilen, wie man jeweils mit der Situation klarkommt. Und das finde ich ist eigentlich genau das Falsche, sondern im Prinzip sollten wir jetzt alle zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen, gerade die Solo-Selbstständigen, die Freiberufler, die
wirklich vor dem Nichts stehen und hundertprozentigen Verdienstausfall haben. Und was passiert? In den Foren kratzen sich die Leute gegenseitig die Augen aus. Ja, also auf der einen Seite natürlich so in dem gesamten Gesundheitsbereich. Wer glaubt daran, wer glaubt nicht daran? Die Impfgegner gegen die Schulmedizinhörigen und so weiter. Aber dann natürlich auch so im künstlerischen Sinne, wenn Leute zum Beispiel zu Hause Streamings machen oder sowas wie bei Kron-Konzerte, was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe oder so, werden dann auch wieder verurteilt und ja, wir wollen doch nicht zu viel freien Content herausgeben und die Leute sollen doch dafür bezahlen und so weiter. Und ich finde, es geht, also meine Meinung dazu ist, es geht aber jetzt im Moment um eine Sichtbarkeit, also dass wir sozusagen noch als Künstler und als Element der Gesellschaft sichtbar bleiben. Also gerade auch so in unseren Breiten, wo, also in Deutschland, in Österreich, in Italien, in Frankreich, in Spanien, wo wirklich, das ist so die Wiege der klassischen Musik, ja, da kommen wahnsinnig wichtige Komponisten her, da wurden irrsinnig viele, in Italien wurde die Oper erfunden sozusagen, und wenn da jetzt sozusagen auf den Balkonen keine Oper passieren würde, wäre das irgendwie schon sehr seltsam, ja? Also das ist ja etwas, worauf man auch sehr stolz sein kann, sage ich mal, so als Nation und als ja, also als Kultur. Das sind Kulturnationen und die Kultur muss, finde ich, sichtbar gemacht werden und nach außen getragen werden. Über so finanzielle Konzepte für Streamings kann man das natürlich auch nochmal überlegen. Das ist aber mehr zukunftsweisend, also dass vielleicht Künstler mehr, generell mehr beteiligt werden bei Opernhäusern oder bei Konzertsälen, dass da so eine Tantemengeschichte vielleicht überlegt wird oder so, dass man nicht immer nur so einmal 200 Euro kriegt oder gar nichts oder so. Und dann, also das sind alles eben Überlegungen für die Zukunft, finde ich. Aber denkst du, dass wir in unserem Elfenbeinturm, und wir haben ja eine ganz kleine Klientel, die sich für klassische Musik interessiert eigentlich, glaubst du, dass wir wirklich die große Gesellschaft überzeugen können, dass wir wichtig sind, dass die Welt uns braucht? Reicht es nicht, wenn irgendein Gedudel aus dem Radio kommt? Also ich habe da wirklich sehr stark gezweifelt und hatte auch sehr negative und triste Momente so in den letzten Tagen, wo ich so durch die Foren unter irgendwelchen Zeitungsartikeln geblättert habe. Ja, also da waren ja jetzt doch schon auch ein paar Zeitungsartikel und Radioberichte über sozusagen die Misere der Kulturlage im Moment in Europa und auch in Amerika natürlich, und dass viele sozusagen auf dem Trockenen sitzen. Und wo man dann so Kommentare liest, wie, dann sollen sie doch Spargel stechen gehen oder Erdbeeren ernten oder irgendwas. Und wo anscheinend in weiten Teilen der Bevölkerung überhaupt keine Wertschätzung dafür erbracht wird, dass man sozusagen über Jahre, Jahrzehnte lang ein Instrument gelernt hat, gepflegt hat, dass man sehr viel dafür geopfert hat und dass man auch vielen Menschen damit Freude schenkt. Und ist es sozusagen, ja, so ein klassische Musikbashing gibt es schon seit einiger Zeit, also weil das eben sehr stark verknüpft ist mit den Kultursubventionen und den Steuergeldern. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, die zum Beispiel klassische Musik nicht hören, nicht einsehen, warum es von Steuergeldern finanziert werden soll. Da entgegne ich immer, gut, es gibt auch eine Filmförderung und es gibt auch gewisse Filme, die ich mir niemals anschauen würde und die ich total bescheuert finde. Aber ich denke mir, das ist ein Filmgenre für eine gewisse Klientel, denen das gefällt. Und ich finde, das ist total legitim und Geschmäcker sind halt verschieden. Der andere wichtige Punkt ist letztendlich aber auch die Bildungspolitik. Also zumindest in Deutschland, wo ich größtenteils zur Schule gegangen bin, aber ich glaube, dass es in Österreich auch so ist, dass und auch wieder finde ich, also das ist für mich ein Anstoß an die Bildungspolitik, dass der Musikunterricht immer weiter heruntergefahren wird, ja, also dass man teilweise sich in Schulen zwischen Kunst und Musik entscheiden muss, und dass man, das finde ich ja für mich irgendwie total hirnrissig, ja, dass man diese zwei großen Bereiche, dass die sich gegenseitig ausschließen sollten, und wo schon die ganzen Hirnforscher gesagt haben, irgendwie, wie wichtig Kunst- und Musikunterricht ist, und ein Instrument zu lernen oder im Chor singen, dann sozusagen die Lernfähigkeit auch für andere Fächer irrsinnig erweitert, dass man aber auch sowas wie Gruppendynamik auch lernt und eine positive Art von Hierarchie, dass man aufeinander hört, dass man den anderen sozusagen hört und ausspielen lässt. Das hilft einem dann auch für Debattenkultur und so weiter.
Also man könnte jetzt einen ganzen Vortrag halten über den Sinn von Musikunterricht. Und das Problem ist, wenn der ausfällt und wenn die Leute irgendwann nicht mehr wissen, wer Bach oder wer Beethoven war und was soll das denn alles überhaupt, dann werden sie natürlich auch nicht einsehen, warum man das jetzt irgendwie steuerlich und also subventionieren soll. Und da finde ich, muss sich die Kulturpolitik wirklich auch an die eigene Nase fassen, wenn sie diesen wahnsinnig wichtigen Teil unserer Kultur, also gerade im deutschsprachigen Raum, erhalten wollen. Ja, also ich meine, wenn jetzt irgendwelche Aliens auf der Erde landen, die haben wahrscheinlich bei sich keinen Johann Sebastian Bach sitzen auf ihrem Planeten. Ja, das ist wirklich etwas, was uns einzigartig, was uns wirklich einzigartig macht, auch als Menschen, ja, als menschliche Gesamt sozusagen Spezies. Ja. Ich meine, du sprichst hier einen ganz wichtigen Punkt an. Was sind unsere Werte? Was ist wirklich wichtig? Und ich denke, in einer Krise wie dieser ist es wirklich höchst an der Zeit, sich genau darüber Gedanken zu machen. Klar, jetzt kämpfen alle einmal ums Überleben. Es wird eine gewisse Auslese geben. Aber ich glaube, diese Krise blüht uns ja noch etwas länger. Und es wird viel Zeit geben, sich genau darüber Gedanken zu machen. Und ich denke mir, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, diese Qualität, die ans Geniehafte reicht, ja, die können wir nicht gehen lassen und die wird auch bestehen bleiben. Genau, genau. Und ich meine, ich habe auch gemerkt, also wenn man so Sachen postet, zum Beispiel, so ich habe jetzt ziemlich viel Zeit auch so für Social Media und sowas und nutze das jetzt auch und lerne auch sehr viel dazu, was man da, das ist ja heutzutage fast wichtiger oder eigentlich wichtiger als jetzt normale Presse, sage ich jetzt mal. Und ich habe eine Arie von Mozart aus der C-Moll-Messe gepostet und man kriegt irgendwie aus der ganzen Welt Reaktionen. Die Menschen haben gesagt, das ist perfekt für Ostern, ich habe so geweint, das war so schön und so weiter. Und die Menschen, also aus Venezuela, aus Japan, ich meine, die Menschen sehnen sich danach und hungern sozusagen nach, lechzen nach klassischer Musik, nach Mozart, nach Bach und gerade so in der Passions- und in der Osterzeit. Es fehlt ja alles, das ist ja alles weggefallen. Also das sind ja nicht nur sozusagen die Einnahmen von uns Musikern, die da Geld verdient hätten. Ich hätte zum Beispiel eine sehr schöne Matthäus-Passion-Tournee unter anderem nach Neapel machen können zum ersten Mal. Und das ist für mich eher so ein emotionaler Schmerz, weil das wäre mein Neapel-Debüt gewesen und das ist irgendwie so eine Lieblingsstadt von mir, wo ich gerne hinfahre. Und da Bach zu singen, das wäre so für mich irgendwie ein Riesentraum gewesen. Und es geht aber auch darum, was für eine emotionale Lücke wir bei den Menschen hinterlassen. Und ich habe jetzt auch gemerkt, zum Beispiel bei diesen Balkonauftritten, das waren ja keine Konzerte, das waren ja so 2-3 Stücke, die ich so gesungen habe und wie dann die Menschen sich da versammelt haben, in sicherem Abstand natürlich und auf der Straße zugehört haben, mitgefilmt haben, dann teilweise mir Sachen zugerufen haben, so wiederholen oder noch eins oder nicht aufhören oder sowas, ja, und wo man dann so merkt, und eine liebe Nachbarin von mir war vollkommen in Tränen aufgelöst und es lag sicher nicht daran, dass ich jetzt so wahnsinnig toll gesungen habe da auf dem Balkon, sondern ich glaube einfach dieses Live-Erlebnis, dieses von einer menschlichen Stimme, die von sich aus ohne Mikrofon sozusagen in die Welt hinaus projiziert und dann natürlich auch das Klavier von meinem lieben Freund, das ist irgendwie etwas, was die Menschen sehr überrascht und berührt. Ja, gerade in dieser Zeit von sozusagen Konservenmusik, wo man wahnsinnig viel sozusagen auf Spotify und den ganzen sozusagen Streamingdiensten, aber YouTube auch und im Fernsehen und im Radio bekommt, dieses Live-Erlebnis, wo vielleicht auch ein bisschen so Alltagsgeräusche auch dabei sind, das Auto fährt vorbei oder der Lieferwagen oder so, der Verkehr im Hintergrund, das Rascheln der Bäume, das ist sehr nah am menschlichen Erlebnis dran und ich habe wirklich gemerkt, dass da eine große Sehnsucht zumindest für kurze Zeit gestillt wird bei den Menschen und das hat mir etwas Hoffnung gegeben, dass wir vielleicht doch nicht so systemirrelevant sind, weil wie gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das alte Klischee, aber es stimmt nun mal. Also, weil ich meine, ohne Kino, ohne Filme würden wir ja auch nicht leben wollen. Also jetzt hast du sehr schön erläutert, wie wichtig das für jeden Einzelnen ist, auch wenn die Geschmäcker freilich unterschiedlich sind. Aber denkst du, schaffen die Leute den Connex, dass das auch etwas wert ist in Form von Geld? Ja, weil jetzt viele Künstler, die kämpfen einfach wirklich um die blanke Existenz. Weil in der Gesellschaft nicht, in den Gehirnen nicht verankert ist, dass das auch etwas ist, was man mit Geld bezahlen sollte.
Ja, ich glaube, im Moment ist jetzt noch irgendwie in der breiten Masse so dieser Kampf um die Fleischtöpfe. Und da werden jetzt sozusagen bei den Menschen auch emotional Prioritäten gesetzt. Wir leben auch in einer Zeit, wo Politik hauptsächlich aufgrund von emotionalen Regungen gemacht wird. Das ist die Zeit des neuen Populismus und so weiter. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwie immer nur auf den Verstand appellieren. Aber ich glaube, viele Menschen denken sich jetzt und fangen an, darüber nachzudenken, was schon mal eine gute Entwicklung ist, dass man jetzt diese sogenannten systemrelevanten Berufe, also Kassiererinnen, Krankenschwestern und Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, einfach anfangen muss, besser zu behandeln, besser zu bezahlen, bessere Arbeitsstunden zu geben. Und das ist schon mal eine sehr gute Entwicklung. Und der sozusagen der Die Schlussfolgerung muss dann aber auch sein, dass die Menschen aufwachen aus dieser sozusagen markthörigen, von dem Neoliberalismus ja auch etwas gesteuerten, sozusagen aus diesem Kapitalismustraum, ja, also aus diesem zugedruckten Zustand von so, ich muss jetzt das konsumieren und das und ich werde jetzt geinfluenced von allen möglichen Seiten und muss jetzt dieses Kosmetikprodukt haben und ich muss jetzt das haben und so, dass sie dann auch irgendwie aufwachen und realisieren. Wir haben ja auch schon vor nicht allzu langer Zeit Konzernchefe, Banken und so weiter gerettet aus einer Finanzkrise mit unseren Steuermitteln, von denen wir überhaupt nichts gesehen haben. Also von diesem Geld, dieses Trickle-Down-Economics funktioniert überhaupt nicht. Das haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten gesehen. Also das, was in Amerika immer so hochgehalten wird und propagiert wird von der konservativen Seite. Natürlich, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Und dass der Punkt, ich will nochmal zur Bildung zurückkommen, das, was auch diesem System nutzt, eben also dieser Schere zwischen Arm und Reich und was die Reichen immer reicher macht, ist sozusagen das Volk auch auf eine gewisse Weise dumm zu halten und das Bildungsniveau niedrig zu halten, die Privatschulen zu stärken und die öffentlichen Schulen möglichst runterzufahren und runterzuwirtschaften, dass sozusagen eine große Masse möglichst steuerbar bleibt. Und da sind wir wirklich ganz, ganz schnell bei George Orwell und Brave New World und diesen Sachen. Ja, das ist irgendwie, wir laufen, ich beschäftige mich gerade, also auch aus Vergnügen, aber eben auch, weil mich das ja zum Denken anregt, auch mit so klassischen Science-Fiction-Topoi. Ja, also im Moment schaue ich so eine Serie Westworld, wo es um einen Ferienpark geht, wo Roboter sozusagen gesteuert werden, um sozusagen die Gäste, die dort Ferien machen, so in allen ihren Bedürfnissen zu befriedigen. Und dann in einer neuen Staffel sieht man, wie die wirkliche Welt aussieht. Und da laufen die Menschen genau wie Roboter herum, weil sie von ihren Devices, von ihren Telefonen gesteuert werden. Und die Konzerne wissen alles über einen und wissen genau, wie das Leben abläuft. Und man kann sich nur in gewissen Bahnen bewegen. Und es ist wirklich nicht so weit davon entfernt. Wir sind eigentlich schon mittendrin, wenn man sich überlegt, was diese sagen die großen Big Data alles über uns wissen, ja. Und ich hoffe, dass diese Zeit der Ruhe und der Innigkeit und der Introvertiertheit, in der wir jetzt uns gezwungenermaßen befinden, die Menschen auch ein bisschen dazu anregen, darüber nachzudenken, wo befinden wir uns eigentlich in der Gesellschaft und was ist wichtig, ja? Und dass es vielleicht nicht immer nur um Wirtschaft geht und um Geld. Ich meine, jeder möchte gerne was essen und möchte seine Miete bezahlen und möchte vielleicht auch in Urlaub fahren. Aber es geht vielleicht nicht um das immer das ganz große Geld, sondern dass man vielleicht auch, dass es sozusagen auch künstlerische Werte, emotionale Werte gibt, die man nicht einfach so aufrechnen kann. Es gibt zum Beispiel, dass man in der Schule viel mehr Wert auf Sprachen legt oder eben auf Kunst, auf Kultur, auf Theater, was sozusagen erwiesenermaßen ja die Entwicklung des Menschen viel, viel mehr fördert, als jetzt die schwerste mathematische Gleichung lösen zu können. Ja? Also nichts gegen Mathe, das ist auch wichtig. Aber es wird immer sehr, sehr stark so auf Informatik und Mathe und Wirtschaft und BWL, das ist immer so ganz, ganz wichtig und Kultur und Sprachen und so weiter fällt immer so ein bisschen unten hinten runter. Und ich finde, das sind Sachen, worüber wir jetzt nachdenken können. Und ich hoffe,
dass die Kultur dann später, wenn sozusagen die Existenz von diesen systemrelevanten Menschen, das ist ein furchtbares Wort, weil ich finde, jeder ist relevant, gesichert ist, dass wir dann anfangen können, als Gesellschaft auch über diese Werte und diese Kulturgüter auch nachzudenken, die man nicht mit einem Gegenwert finanziell bemessen kann. Und die müssen eben unterstützt werden, weil Kultur zu machen, gerade zum Beispiel Oper, weil das ein Gesamtkunstwerk ist, natürlich so teuer, dass es niemals als Gegenwert mit den Kartenverkäufen sozusagen bemessen werden kann. Ja, es muss sozusagen immer jeder Sitzplatz in der Oper muss subventioniert werden, damit das weitergetragen werden kann. Ja, du hast sehr viele schöne, wichtige Ideen gegeben, auch über die man jetzt nachdenken muss. Hast du auch eine klare Vision für die Zeit nach der Krise oder kannst du in die Glaskugel für uns schauen oder was ist dein Wunschtraum? Ja, also ich würde sagen, wir müssen schauen, dass wir in der sozusagen klassischen Musikindustrie auch wirklich lernen von dieser Krise und es geht absolut, finde ich, auch Hand in Hand mit dem Klimawandel, mit der Klimakatastrophe, wie man jetzt natürlich sieht, irgendwie die Luft erholt sich, die Natur erholt sich, die explodiert hier geradezu, die Luft ist in den Städten besser und so weiter, weil weniger geflogen, gereist, weniger produziert wird und wir müssen wirklich auch, finde ich, unseren Teil zähneknirschend und auch mit schwerem Herzen auch dazu beitragen. Ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig sinnvoll, wenn 10, 20 europäische Orchester gleichzeitig oder unmittelbar hintereinander in Asien herumfliegen oder überhaupt nach Asien fliegen. Ja? Und ich vielleicht müsste wirklich ein bisschen mehr sozusagen Wert gelegt werden, die lokalen Künstler und die lokalen, also erst einmal Musikstudenten zu unterstützen und die, also und Musikschüler, ja, dass das sozusagen mehr lokalisiert wird, ja. Also es gibt diesen wunderbaren Begriff von Glocalization. Man kann sich sozusagen globalistisch, global vernetzen miteinander, aber dass man wirklich auch lokal das hegt und pflegt. Also ähnlich wie das in der Lebensmittelproduktion ja jetzt auch immer mehr gemacht wird, ja, also dass man mehr so lokal einkauft und kocht und so weiter. Und das ist absolut möglich und dass man vielleicht sagt, okay, wir limitieren jetzt vielleicht ein paar Jahre, ein paar Spielzeiten jetzt unsere Tourneen auf Europa oder auf ein paar Länder oder dass man das alle zusammenarbeiten, das ist natürlich ein großer Wunschtraum, weil man ein bisschen, wie der Herr Kollege Eiblinger-Sperke auch schon gesagt hat, man muss ein bisschen wegkommen von diesem ständigen Konkurrenzdenken der Agenturen und auch der einzelnen Künstler untereinander und wirklich mehr miteinander arbeiten und diese entsetzlich komplizierten Terminkalender aufeinander abstimmen, besser koordinieren, dass die Menschen zum Beispiel ganz einfach gesprochen eine Liederabendtournee, das sind nur zwei Menschen, dass man das vielleicht alles mit der Bahn erledigen kann, weil man sozusagen das so plant, also mit den Konzerthäusern zusammen, dass man sozusagen von einem Ort zum anderen nicht weiter als 8 Stunden mit dem Zug fahren müsste oder sowas, ja. Und das ist natürlich ein Wunschtraum, aber das wäre für mich irgendwie so ein wunderbares Zeichen auch, dass wir irgendwie sagen, okay, wir wollen auch jetzt nicht wieder zurückkehren zu diesem sozusagen diesem CO2 produzierenden sozusagen Moloch, der wir jetzt seit Jahren waren auf der Erde. Ja. Was rechnest du, wann denkst du, dass du wieder zum ersten Mal vor einem richtig größeren Publikum, ich sag gar nicht großen, größeren Publikum singen wirst dürfen? Ja, das ist irgendwie extrem schwer einzuschätzen. Also ich bin auch, wie gesagt, zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt hin und her gerissen, wenn ich mir überlege, die Worst-Case-Szenario 1,5 Jahre, bis ein irgendwie Impfstoff gefunden wird. Und Best-Case wäre sozusagen Anfang September, wie das jetzt in Deutschland festgelegt wurde. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich irgendwas dazwischen sein. Also ich hoffe, so früh wie möglich. Aber es ist natürlich, es geht auch natürlich darum, um die Sicherheit und um wirklich die Ausbreitung dieses Virus einzudämmen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und wir haben ja leider aus leidvoller sozusagen Beobachtung von anderen Ländern, von Italien zum Beispiel, was mir wirklich sehr nahe geht, weil das so ein wunderbares Land und so wunderbare Menschen sind und die so leiden zu sehen. Und es sind wirklich ganz, ganz tolle Ärzte und Krankenhäuser. Und es wird immer so ein Bashing betrieben auf das Gesundheitssystem und dass es dort so schlecht sei und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen so eine nordeuropäische Arroganz, die da gegenüber Italien
so diesem chaotischen Land irgendwie so zugetragen wird. Ja, das finde ich irgendwie auch ziemlich unfair. Und die arbeiten wirklich so Tag und Nacht dafür, dass die Menschen dort einigermaßen überleben können oder zumindest würdevoll sterben können. Also ich finde, wir müssen wirklich schauen, dass wir besonnen und nicht zu voreilig handeln, aber dass wir auch nicht in der Kultur zurückgedrängt werden. Ich finde jetzt sozusagen ein Gartencenter oder ein Baumarkt jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig zum Überleben. Ja? Also man kommt schon noch irgendwie klar mit den Pflanzen vom letzten Jahr oder irgendwie, wenn das Regal jetzt in den nächsten 2 Monaten nicht repariert werden kann, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil das stand schon 2 Jahre so herum. Ja? Ich glaube, die Leute sind einfach nur irgendwie hibbelig und wollen irgendwie zu Hause was arbeiten oder im Garten und deswegen wird das jetzt als sehr wichtig angesehen. Aber andere Menschen sehnen sich nach Live-Kultur und auch nach Konzerten. Es geht ja nicht nur um klassische Konzerte, es geht ja auch um Rock und Jazz und Elektrokonzerte und Festivals. Es geht um Clubs. Es gibt, also ich komme aus einer ziemlich bekannten Clubstadt, sozusagen Berlin, wo gerade die Clubbesitzer sowieso und auch Restaurant- und Kneipenbesitzer gegen diese überbordenden, ausufernden Mieten kämpfen. Und jetzt haben sie auch noch keine Einnahmen mehr. Also das Clubsterben und Kneipensterben wird weitergehen, wenn das so lange so weitergeht. Also wir müssen wirklich auch alternative und kreative Konzepte finden, wie man zum Beispiel auch in Italien teilweise mit den Gottesdiensten gemacht hat, dass das entweder Open Air stattfindet oder dass die Bestuhlung weiter auseinandergesetzt wird, dass man eher Kammerkonzerte in großen Sälen spielt und dann vielleicht irgendwie vielleicht Konzerte auch ohne Pausen macht zum Beispiel, dass dann die Menschen nicht so oft durch enge Türen geschleust werden müssen und so weiter, dass man natürlich vielleicht den gastronomischen Betrieb im Konzertsaal einschränkt oder irgendwie nur jetzt, dass jeder seinen eigenen Becher mitbringt oder sowas, ja, dass man irgendwie jetzt nicht damit in Berührung kommt und so. Und jetzt hat man ja die Zeit und jetzt kann man sich diese Sachen alle überlegen, finde ich. Ja, wunderbar. Liebe Anna, du hast ein großartiges Plädoyer gehalten für die Wichtigkeit und ja, die Systemrelevanz von Kunst und uns Künstlern. Was ich berichten kann, letztes Mal hatten wir ja den Wolfgang Ablinger Sperrhake zu Gast. Er hat eine Initiative gestartet, einen runden Tisch hier in Österreich mit der Politik anzuregen. Man darf berichten, die Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ist auf uns zugekommen und dieser runde Tisch wird stattfinden. Zahlreiche Künstler haben sich dieser Petition, dieser Anwaltspetition angeschlossen, auch große Gruppen, Theatergruppen, die Interessensgemeinschaft der Freien Theater, Chorgemeinschaften, die Agenturen. Der Wolfgang hat alles erzählt, ich vergesse jetzt, wer da noch alles dabei war. Viele Einzelpersonen selbstverständlich. Und ihr könnt euch weiterhin dieser Petition anschließen. Es ist wichtig, dass wir noch mehr werden. Es sind schon ganz viele, haben sich da dazu deklariert. In Deutschland gibt es eine ähnliche Initiative von Matthias Görne, Christian Thielemann, Thomas Hengelbrock, Ann-Sophie Mutter, René Pape und anderen. Sie haben einen offenen Brief an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters geschrieben. Ich werde den Matthias Görne beim nächsten Mal, wahrscheinlich am Donnerstag, hier vor der Kamera haben. Also bitte schaltet unbedingt ein, gebt der lieben Anna ganz viele Daumen nach oben. Sie hat, finde ich, ganz wichtige und wunderbare, schöne Sachen auch gesagt. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt bemerkbar machen, dass wir sichtbar werden, dass wir zeigen, wie wichtig wir sind für die Gesellschaft. Wenn wir jetzt uns nicht genug deutlich zeigen, dann besteht schon Gefahr, dass wir ja, unter die Räder kommen. Also bitte liked dieses Video, verteilt es und abonniert den Kanal, wenn euch das wichtig ist, was wir hier machen. Und liebe Anna, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und uns beschenkt hast mit so vielen wichtigen Gedanken und deiner Expertise und deinem Herz und deiner Leidenschaft. Danke. Ja, Expertise habe ich gar nicht, aber danke vielmals für die super Fragen und es war ein tolles Gespräch. Danke vielmals.